Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp von und mit Arno Burger. Wenn wir Outlook starten, startet Outlook morgens direkt mit dem Posteingang. Die Frage ist das der richtige Fokus für den Arbeitstag? Wäre es nicht besser, wenn wir den Kalender sehen würden oder die Aufgaben oder vielleicht eine Übersicht darüber? Das könnt ihr einstellen über Dateioptionen, erweitert. Und dann gibt es hier die Einstellung Starten und Beenden von Outlook. Und da könnt ihr einstellen, was ihr starten wollt. Normalerweise ist hier der Posteingang ausgewählt. Ich wähle mal den Kalender aus, bestätige mit OK. OK, schließe Outlook, starte Outlook neu. Und ihr seht, jetzt starte ich mit dem Kalender. Es gibt auch eine Übersicht. Diese Übersicht, die sieht man, wenn man auf das Postfach selbst klickt. Dort habe ich Termine im Kalender, ich habe Aufgaben, ich sehe auch für bestimmte Ordner, welche E-Mails da sind. Und diese Ansicht, die nennt sich Outlook heute, die kann ich hier auch anpassen. Ich kann zum Beispiel festlegen, dass sie beim Start direkt erscheinen soll. Ich kann E-Mail-Ordner auswählen, die ich dabei anzeigen will. Ich kann festlegen, wie viele Tage im Kalender angezeigt werden sollen und diverse Einstellungen für die Aufgaben machen. Und ein bisschen kann ich auch noch das Format verändern. Ich mache das mal hier so, speichere die Änderungen und zeige euch noch, wie das jetzt aussieht. Und damit habe ich direkt beim Starten die Übersicht, weiß, welche Termine ich habe, welche Aufgaben und in welchen E-Mail-Ordnern E-Mails sind, die ich zu versorgen habe. Ja, ich hoffe, das erleichtert euch den Überblick beim Einstieg in den Arbeitstag. Freue mich von euch zu hören. Schreibt gerne eure Fragen in die Kommentare. Hinterlasst mir auch gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Ich freue mich, von euch zu hören. Ciao, euer Arno.